Hallo und herzlich willkommen zu diesem Installationsvideo-Tutorial für unser Skript MFX Deal Analyse. Wir haben es jetzt hier schon im MetaTrader geladen, aber ich zeige Ihnen, wie Sie das hier reinbekommen. Und zwar gehen Sie auf Datei, Dateiordner öffnen, kommen Sie automatisch in diesen Pfad, wo dieser MetaTrader, diese MetaTrader-Installation all Ihre Daten im Prinzip ablegt. Die Skriptdateien, die Sie von mir bekommen haben, haben Sie in irgendeinem Ordner abgespeichert, zum Beispiel hier im Downloads-Folder, jetzt bei mir. Und die markieren Sie jetzt beide, gehen mit Rechtsklick drauf und machen Kopieren, klicken auf den Pfeil zurück, dann auf MQL4 und dann auf Scripts. So, und hier gehen Sie mit Rechtsklick auf den leeren Raum und machen dann Einfügen. Wählen Einfügen aus. Und das kommt jetzt bei mir, weil ich sie hier schon drin habe. Diese zwei Dateien, wenn Sie sie noch nicht drin haben, dann wird es einfach rein kopiert. Und ich ersetze sie jetzt mal. So, dann habe ich jetzt die aktuelle Version des MFX Deal Analyse Skript hier drin. Kann ich schließen? Sie können jetzt hier auf Skripte klicken und Rechtsklick machen oder der Zwei-Finger-Klick, wenn Sie mit dem Mac arbeiten, und dann hier Aktualisieren auswählen. Dann wird das Ganze neu geladen und dann sollte auch spätestens dann bei Ihnen hier das MFX Deal Analyse Skript auftauchen. Und das können Sie jetzt ganz einfach starten. Einfach mit Doppelklick drauf. Dann kommt hier der Eingabedialog. Hier bei Über werden Sie informiert, was es alles so kann und was es tut und wie es abgespeichert wird, wo Sie nachher die Datei wiederfinden, die erstellt wird. Dann im Allgemeinen können Sie alles so lassen, wie es ist, weil keine Positionen verändert werden, sondern nur die Deal-Historie, die Kontohistorie ausgelesen wird. Und dann bei Eingaben wählen Sie einfach aus, ob Sie das Zahlenformat Deutsch haben wollen, ja oder nein. Also wenn Sie auf False stellen, also Nein, was dann passiert ist, Sie sehen ja hier, der MetaTrader verwendet das englische Zahlenformat 0.1 Lots, 1.28 und so weiter. Ja, im Englischen wird der Punkt statt dem deutschen Komma bei der Kommatrennung verwendet. Und wenn wir das so exportieren, dann haben wir einige Probleme damit in Excel oder in OpenOffice Calc zu arbeiten. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit im Skript, dass Sie das automatisch umwandeln in 1,28538. Das haben wir für Sie so programmiert, dass Sie es einfacher haben, das Ganze im Excel zu verarbeiten. Also dann wird dann 0,1 exportiert statt 0,1. Und das wollen wir natürlich jetzt in unserem Fall, weil ich habe hier auf meinem Rechner eine deutschsprachige Version von OpenOffice Calc laufen. Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie Deutsch sprechen und eine deutsche Windows-Installation haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch ein deutschsprachig zahlenformatiertes Tabellenkalkulationsprogramm drauf. So, dann klicken wir OK und damit hat sich das alles schon. Und das ist wirklich alles, was es zu beachten gibt. Das Skript geht einfach hier durch die Kontohistorie und exportiert dann alle Datensätze und speichert es dann unter Menü Datei, Dateiordner öffnen, MQL4, Files ab. Und zwar, wenn wir hier auf die Kontohistorie gehen, hier sehen wir, wir haben hier verschiedene Deals, Australdollar, Euro-Dollar, Pfund-Dollar, und die meisten hier jetzt in dem Fall sind manuell platziert, haben also die Identifikationsnummer, die Magic Number 0. Es gibt aber, glaube ich, einen Deal hier, der hat eine Magic Number, ist also von einem EA platziert worden, von unserem MFX Maxing Pro EA. Dann sehen Sie hier, wenn man da drüber geht, dann kommt hier die ID 17110623312. Das ist die Magic Number, die Sie in einem EA vergeben, damit der seine eigenen Deals wiedererkennen kann. Es wurden jetzt 7 Dateien angelegt. Für jede Kombination von Symbol und Magic Number wird eine Datei angelegt. Also Pfund-Dollar, das sind hier glaube ich, 10 oder 11 Deals. Die sind aber alle manuell platziert. Das heißt, die sind alle in einem File. Im Pfund-Dollar ID 0. Euro-Dollar, diese beiden Deals sind in Euro-Dollar ID 0. Und bei Dollar-Schweiz sind es 3 Deals. Diese beiden hier, die gehen, diese 3 hier, es sind 4 Deals insgesamt, diese 3 hier sind alle manuell platziert, die sind dann im File US-Dollar ID 0. Und der hier ist im
File US-Dollar Schweiz, ID 1711 und so weiter. Das zeige ich Ihnen gleich, wie Sie das finden, jetzt diese Dateien. Da gehen Sie wieder hier auf Datei, auf den Menüpunkt Datei, auf Dateiordner öffnen, wieder auf MQL4 und jetzt anstelle auf Scripts oder Exports zu gehen, gehen Sie auf Files. Und da sehen Sie, wurden diese 7 Files hingespeichert und von hier aus können Sie sie überall hinkopieren und natürlich auch direkt öffnen. Der Name der Datei ist so aufgebaut, erstmal das Symbol, zum Beispiel Dollar Schweiz, dann den Magic Number ID 0, der Filename Deal Analyse und dann das Datum und die Uhrzeit rückwärts ausgedrückt von der Deal Server Zeit, zu der dieses File erstellt wurde. Also hier, wir sind in Marktübersicht 23.37 Uhr und wir haben jetzt hier also 2018, 05 Mai, 7. Mai 07 um 23.35 Uhr und 05 Sekunden nach dieser Marktübersicht Deal-Server-Zeit. Stand dieser Zeit, dieser Uhrzeit ist diese Datei erstellt worden. Und das sehen wir jetzt hier, das sind im Prinzip alles diese ID0-Dateien. Weil eben bis auf einen Deal waren alle Deals manuell platziert, deswegen haben die alle die Magic Number 0, ID 0. Bis auf diesen hier, dieses File hier hat diese ID 17110623012, weil eben ein Deal da war, der diese Magic Number hatte in US-Dollar Schweiz. Und wenn wir das jetzt hier öffnen, das ist eine CSV-Datei. Ich kann hier mal auf Doppelklick gehen. Und dann wird bei mir sofort dieser Import-Dialog vom OpenOffice Calc eingezeichnet. Wenn bei Ihnen standardmäßig für CSV-Dateien Excel, Microsoft Excel zum Beispiel, als Programm hinterlegt ist, dann wird da ein ähnliches Import-Fenster aufgehen oder vielleicht kannst du es auch schon direkt reinlesen. Wichtig, getrennt sind die Daten mit einem Semikolon. Also das hier muss ausgewählt sein, nicht Komma, nicht Tabulator, nicht Leerzeichen, ganz wichtig. Auf jeden Fall Semikolon trennt die einzelnen Felder. Und dann können Sie hier auf OK gehen. Und dann geht bei mir hier OpenOffice Calc auf. Ich zeige es Ihnen mal in ganz Bildschirmansicht, dass Sie es komplett sehen. Und dann habe ich jetzt hier diese drei Datensätze drin mit der Kopfzeile. Und dann kann ich hier meine Auswertungen fahren. Wie Sie wollen, können Sie ja im Prinzip alles genau analysieren, je nachdem, welche Statistiken Sie daraus ziehen wollen. Ich wünsche Ihnen alles Gute damit, viel Erfolg beim Trading. Ihr Christoph Enslin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer.